Grüezi Hamburg. Sie werden es im Programm gelesen haben und Sie haben es gerade auch gehört. Mein Name ist Lukas Bärfuß, ich bin 47 Jahre alt, Schweizer, Vater dreier Kinder und noch einiges mehr, aber eingeladen, hier die Festrede zu halten, eine Festrede zum Thema der Identität, denn Identität ist das Thema des Musikfestes. Eingeladen wurde ich natürlich aus einem anderen Grund. Eingeladen wurde ich, weil es heißt, ich sei ein Schriftsteller. Das sei meine Identität, ein Schriftsteller, der dann und wann hier und dort eben eine solche Rede hält und heute eine Rede über Identität. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, diese Einladung anzunehmen. Weil Identität ist jetzt wahrscheinlich jener Begriff, der am häufigsten diskutiert, am wenigsten erklärt, am schändlichsten instrumentalisiert wird. Aber vielleicht können wir ganz allgemein festhalten, dass Identität Übereinstimmung bedeutet. Auf den Menschen bezogen eine soziale Situation. Wir wollen wissen, ob unsere Erwartung an den anderen Menschen übereinstimmt mit seinem Verhalten, mit dem Verhalten der anderen Person. Deshalb wollen wir wissen, wer das ist. Dann können wir eine Erwartung haben und wenn die Erwartung erfüllt wird, dann haben wir eine Identität geschaffen. Verantwortung, so wie wir sie verstehen, fußt auf der Erfüllung dieser Erwartung, dass man sich an das hält, was von einem erwartet wird, dass ich also meine Verantwortung hier heute Abend als Schriftsteller wahrnehme und die Erwartungen erfülle. Nun war das Musikfest sehr großzügig. Ich habe keine Liste erhalten der Dinge, die ich sagen darf, wie ich sie sagen müsste. Aber ich weiß natürlich, dass es Erwartungen gibt, ohne dass sie formuliert wurden. So soll ich zum Beispiel reden und nicht etwas singen, obwohl ich ganz ausgezeichnet singe. Aber selbst wenn ich hier jetzt ein wunderschönes Lied singen würde, dann hätte ich die Erwartungen nicht erfüllt. Ich soll ein Schriftsteller sein heute Abend, ein Schriftsteller, der Reden hält. Aber ich muss Ihnen etwas gestehen. Das wollte ich niemals sein. Ich wollte niemals ein Schriftsteller sein. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich das begriffen habe. Und bis ich es begriffen habe, ging es mir nicht gut. Als ich Mitte 20 war, da glaubte ich das noch, dass ich ein Schriftsteller sein möchte. So ein Typ, der den ganzen Tag an der Schreibmaschine sitzt, im weißen Unterhemd, Zigarette im Mundwinkel. So ein Typ, der Bücher schreibt, Bücher, die Menschen berühren, so wie mich manche Bücher berührt haben. Ein Typ, der mit seinen Büchern das Leben anderer Menschen verändert, so wie mich gewisse Bücher verändert haben. Und es schien einigermaßen aussichtslos, das zu erreichen, dass ich ein Schriftsteller sein konnte. Es war ziemlich vermessen, ich war ja nichts, ich hatte nicht studiert, ich hatte nicht mal einen Beruf. Und ich fragte mich, was ich also machen könnte, um ein Schriftsteller zu sein. Und ich studierte, wie es die anderen Schriftsteller gemacht hatten. Ich lernte, dass es offenbar vor allem darum ging, sich hinzusetzen und zu schreiben. Und zwar jeden Tag, ohne Unterbrechung, ohne Ausnahme. So setzte ich mich also hin und wollte beginnen zu schreiben, aber was sollte ich schreiben? Ich versuchte es mit etwas Kurzem, mit einer Kurzgeschichte. 4 oder 5 Seiten. Und es waren 4
oder fünf schlechte Seiten. Neuer Versuch, etwas kürzer, das klappte, es war kürzer, aber es war nicht besser. Dann hat eine Seite, aber keine Chance, denn da ich viel las, wusste ich, was eine gute Seite ist. Ich erkannte sie, wenn ich sie sah. Und dies hier war keine gute Seite. Ich nahm mir deshalb schließlich einen einzigen Satz vor. Und niemals hätte ich mir vorstellen können, wie schwierig es ist, einen einzigen guten Satz zu schreiben. Und nach etlichen Fehlschlägen gelang es mir dann, er war einigermaßen passabel und vor allem verlangte er nach einem zweiten Satz, nach einem nächsten Satz. Und so vergingen ein paar Tage, ein paar Wochen. Ich schrieb und schrieb und schrieb und irgendwann hatte ich tatsächlich eine Kurzgeschichte geschrieben. Und es war nicht die Kurzgeschichte, die ich hatte schreiben wollen. Aber es war die Kurzgeschichte, die ich hatte schreiben können zu diesem Zeitpunkt. Und ich fand eine Literaturzeitschrift, die sie annahm. Ich war glücklich und machte mich an die nächste Aufgabe. Ich schrieb noch eine Kurzgeschichte und noch eine. Und ich lernte etwas über die Dramaturgie, über Spannungsbögen, über das Vokabular. Und dann fand ich könnte mich in einem anderen Genre versuchen. Ich schrieb eine Szene, ein Dramolett, schließlich ein Stück. Das war auch nicht einfach. Wirklich nicht. Nichts war einfach. Und mit jedem Tag, so schien es mir, wurden die Aufgaben größer. Aber das betrübte mich nicht. Im Gegenteil, es machte mich glücklich. Und eines Tages sogar wurde ein Mann auf mich aufmerksam, einer der Bücher verlegte. Ein Verleger, wir machten einen Vertrag, ich schrieb eine Novelle, wir machten ein Buch, es dauerte nicht mehr lange. Und schließlich war ich das geworden, was ich meinte sein zu wollen, ein Schriftsteller. Die Menschen sprachen mich so an, man behandelte mich wie ein Schriftsteller, man lud mich zu Lesungen ein und erwartete also, dass ich nun auch einer sei, dass ich mich so verhielt wie ein Schriftsteller. Auch der Verleger natürlich hielt mich für einen Schriftsteller und mahnte mich an das nächste Buch und ich, da ich es nun war, was ich hatte sein wollen, da ich nun die Identität hatte als Schriftsteller, ich war sterbensunglücklich. Ich hatte meine Identität gefunden und das bedeutete in unserer Gesellschaft, ich erfüllte eine Funktion. Natürlich, es erging mir so wie jedem anderen. Denn warum ist unsere Gesellschaft so erfolgreich? Weil diese Gesellschaft die Funktionen klärt, weil sie bestimmt, wer was zu tun hat. Eine Grundvoraussetzung in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ist, dass der Koch kocht und der Kellner kellnert. Und wir haben diese Spezialisierung, weiß Gott, wie weit getrieben, viel weiter. Wenn ich schon nur daran denke, was alles für Funktionen erfüllt werden mussten, damit ich heute Abend hier sein kann. Im Verkehrswesen, in der Hotellerie, in der Organisation dieses Abends. Alle haben sich an ihre Funktionen zu halten. Wenn es nicht geschieht, findet ein solcher Abend nicht statt. Jeder von uns kennt seine Funktion. Jeder kennt seine Rolle, jeder hat seine Identität. Und deshalb sind wir als Gesellschaft so erfolgreich. Und aus diesem Grund sind wir als Menschen in dieser Gesellschaft oft so traurig und unglücklich. Denn eines Tages sind wir eingesperrt und gefesselt in unseren Funktionen und wir kommen nur noch sehr schwer wieder daraus. Und es war ja nicht immer so. Es gab eine Zeit, da hatten wir keine Funktion und wir brauchten auch keine Identität. Wir brauchten keine Identität, weil wir jede beliebige Identität annehmen konnten. Von einem Augenblick auf den anderen, der Bauklotz war ein Pferd, das Pferd war ein Freund, der Freund war ein Cowboy. Und der Trick liegt in einem Konjunktiv. Wir tun jetzt so, als wäre ich. Und wir tun jetzt so, als wärst du. In diesem kleinen Pakt, den wir untereinander abschlossen als Kind. Eine unendliche Verwandlung. Und waren wir nicht glücklich,
damals? Wer waren es? Bis zu diesem grässlichen Moment, als die Verwandlung nicht mehr funktionierte und der Bauklotz plötzlich nur noch ein Bauklotz war, das Pferd nur noch ein Pferd und der Freund, war der wirklich ein Freund? Jeder von uns wird eines Tages aus diesem Glück entlassen und dann beginnt die lange Strecke der Identitätsfindung, die Funktionen beginnen und die Traurigkeit und das Unglück. Es ist nicht verständlich, wenn Menschen daraus ausbrechen wollen, dass Menschen genug haben von diesen Funktionen, von den Rollen, von ihren Identitäten, die sie in einer Existenz festschreiben, aus der es keinen Trennen gibt. Dass sie wieder werden wollen wie die Kinder, vollkommen frei in jedem Moment eine andere, eine neue Identität zu wählen und wieder so glücklich zu werden wie als Kind. Doch, das ist verständlich und genau das tun sie zurzeit immer mehr. Menschen werden immer häufiger wie Kinder. Das heißt, sie werden kindisch. Ich brauche das hier nicht im Einzelnen auszuführen. Es ist beinahe ein Gemeinplatz geworden, die Infantilisierung unserer Gesellschaft. Man mag sie verdammen, aber sie folgt einer gewissen Logik. Es hat nämlich durchaus ökonomische Vorteile, sich wie ein Kind zu benehmen. Denn was gilt als knappstes aller Güter? Die Aufmerksamkeit. Und wer hat immer unsere ungeteilte Aufmerksamkeit? Die Kinder. Aber warum? Weil wir sie so lieben? Nein, gewiss nicht. Da Kinder noch eine schwache Identität haben und noch keine wirkliche Funktion, alleine von ihren Impulsen gesteuert werden, wissen wir einfach nie, was sie im nächsten Augenblick tun werden. Aber für uns ist das eine Frage des Überlebens. Wir müssen wissen, was von einer Sache zu erwarten ist, denn es könnte nämlich sein, dass uns diese Sache sonst frisst. Und deshalb erleben wir dieses kindische Verhalten täglich. Und deshalb ist es auf den ersten Blick so erfolgreich. Wie Kinder haben sich viele darauf verlegt, sich selbst und den Dingen ständig eine neue Identität zu geben. Nein, das ist kein Reality-TV-Star. Das ist der amerikanische Präsident. Nein, das ist nicht das englische Unterhaus, das ist ein Kindergarten. Wir stecken also in einem Dilemma. Entweder wir akzeptieren unsere Identität, entweder wir erfüllen unsere Funktion und ersticken darin, oder wir werden wieder wie die Kinder als Erwachsene kindisch und unberechenbar. Und ich also hier rede nicht, sondern singe vielleicht ein Lied oder tanze oder falle ganz aus der Rolle. Muss ich das tun als Schriftsteller, ausbrechen aus dieser Rolle, dieser Funktion? Musste ich wieder kindisch werden? Oder hatte ich mich einfach geirrt? Hatte ich mir die falsche Funktion ausgesucht? War es gar nicht meine Identität? Es war dann bezeichnenderweise ein sehr alter Mann, der mir zu Hilfe kam. Ein alter Mann mit dicken Backen, ein Jazzmusiker, ein Trompeter mit Namen Dizzy Gillespie. Er war da schon alt, wie gesagt, über 80 und hatte den Bebop mit erfunden. Und er wurde in einem Interview gefragt, was er als fast 80-jähriger Trompetist denn den ganzen Tag so mache. Und er antwortete ganz erstaunt, das sei doch überhaupt gar keine Frage. Er würde natürlich üben. 70 Jahre Trompete spielen und jeden Tag üben. Und ich begriff mit einem Male, ich war in die Falle getappt. In die Falle der Funktion, die einem zuschreibt, was man ist. Du bist jetzt Schriftsteller, aber das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht sein, verstehen Sie? Ich wollte es nur werden.
Ich wollte wieder an den Tisch sitzen und ich wollte wie dieser alte Jazz-Trompeter das machen, was ich all die Jahre zuvor gemacht hatte, als ich mich noch nicht als Schriftsteller fühlte. Ich wollte üben. Ich wollte üben, ein Schriftsteller zu sein. Üben ist kein Spiel. Mit dem Üben wird man niemals fertig. Üben findet niemals ein Ende. Es findet keinen Abschluss. Es ist gleichzeitig ewig und es ist immer wieder neu. Üben ist der Ausweg aus dem Unglück, irgendetwas sein zu müssen. Üben ist Werden. Üben ist Prozess, nicht Resultat. Und es ist das Eingeständnis vor allem, dass man etwas noch nicht kann. Es gibt keinen Selbstbetrug in der Übung. Man kann vielleicht so tun, als sei man ein Schriftsteller, aber man kann nicht so tun, als würde man üben, ein Schriftsteller zu sein. Es ist klar, dass in unserer Gesellschaft das Üben höchstens als Vorstufe für den Ernstfall gilt. Üben ist irgendwie nicht richtig. Üben gilt als Simulation. Aber das ist ein großer Irrtum. Man mag das Üben auch nicht, weil es uns verlangsamt. Wer zu schnell übt, macht Fehler. Man hat sich als Anfänger zu sehen und Schritt um Schritt zu gehen. Das heißt, es braucht Demut. Und ferner ist Üben unangenehm, weil man sich entscheiden muss, in welche Richtung man gehen will. Man muss entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und damit hat jeder Einzelne und diese Gesellschaft ein sehr großes, ein ziemliches Problem. Man will sich nicht entscheiden, man will sich die Möglichkeiten offen halten. Und schließlich das geradezu Revolutionäre am Üben, das, was wirklich stört: man darf beim Üben keine Fehler machen. Sehen Sie, unsere Gesellschaft liebt Fehler. Einer der erfolgreichsten Unternehmer meines Landes meinte neulich in einem Interview, es sei unbedingt notwendig, dass seine Mitarbeiter Fehler machen würden. Nur Fehler würden Kreativität ermöglichen. Für einen kleinen Fehler gäbe es bei ihm eine kleine Belohnung und für einen großen Fehler eine große Belohnung. Man könnte den Unternehmer für seine Menschenliebe loben, aber natürlich geht es ihm nicht um die Menschenliebe, es geht ihm als Unternehmer natürlich um den Profit. Er gilt als innovativ, als kreativ, als Künstler und man hat auch gehört, dass er sich im Sentenzenschatz der literarischen Kalendersprüche bedient. Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better, dieses Zitat von Samuel Beckett, das mittlerweile auch auf den Unterarmen von Tennisspielern tätowiert steht. Und nichts könnte falscher sein. Denn er riskiert natürlich diese 10 Fehler, weil er weiß, darunter ist eine gute Idee. Aber was heißt das denn? Das heißt, er muss 9 Ideen wegwerfen. Fehler kommen in den Kübel. Und bei uns kommt ziemlich viel in den Kübel. Lebensmittel, Plastik, aber vor allem Menschen, alles, was seine Funktion nicht erfüllt oder nicht mehr erfüllt, wird weggeworfen. Wir haben eine viel zu hohe Fehlertoleranz. Fehler erlaubt man sich nur, wenn man davon ausgeht, dass die Ressourcen in unendlicher Menge vorhanden sind. Und das sind sie nicht. Zeit ist knapp und kostbar. Material ist knapp und kostbar und Menschen sind knapp und kostbar. Wir sollten beginnen, unsere Fehler zu hassen. Wir sollten uns ein Beispiel nehmen am Üben. Wir sollten so langsam vorangehen, dass wir keine Fehler mehr machen. Wir sollten aufhören zu spielen und zu üben beginnen. Wir sollten Entscheidungen treffen und wir sollten uns nicht fragen, wer wir sind, sondern was wir werden können. Wer übt, befreit sich durch die Disziplin. Er kennt seine Grenzen und er weiß,
wie er sie erweitern kann. Ich möchte gerne noch ein bisschen länger, wenn Sie erlauben, versuchen, ein Schriftsteller zu werden. Ich möchte gerne noch ein bisschen weiter üben. Und ich finde, auch unsere Gesellschaft könnte sich noch ein paar Dinge vornehmen und noch ein paar Dinge üben, ein paar Ziele setzen und dann versuchen, sie zu erreichen. Aber jetzt wird die meiste Zeit ja einfach wild drauf losgespielt. Und deshalb klingt es häufig so grässlich. Und wenn Sie jetzt also in ein Konzert gehen oder gerade hier sind und Derya Yildirim und das Ensemble Resonanz hören, und wenn Sie applaudieren, dann sollten Sie vielleicht nicht dem Spiel applaudieren, sondern dem Wissen, dass da vorher geübt wurde. Merci vielmals. Vielen Dank.